Was ist das? Katztastisch geht es weiter mit Lego Ninjago, der Film, als Videospiel. Nia und Zane sind unterwegs und wow, da kommen schon die ersten Rabauken von unserem lieben Garmadon. Na, den wollen wir direkt mal zeigen, wo der Hammer hängt. Wie ihr sehen könnt, es geht direkt zum Start dieser Folge zur Sache. Hey, der arme Zane, der muss wieder kurz zusammengebaut werden. Das ist das Tolle an Lego-Figuren, da passiert nicht so schnell etwas. Lass mal überlegen, wo müssen wir jetzt eigentlich als nächstes hin? Hier durch? Ja, anscheinend. Hier geht es also am Strand weiter. Mal sehen, wo es hinführen wird. Wir machen hier noch ein paar Stände kaputt. Man kann ja nie wissen, ob man hier vielleicht ein paar Lego-Bauteile findet, in denen man dann etwas Schönes anstellen kann. Oh, Achtung. Sind da Krabben drin? Ja, Krabben und Seesterne. Ist ja ulkig. Oh, zack, bum, bam. Sehr schön. Und ein Hai. Viele tolle Lego-Bauteile, aber nichts Interessantes für uns. Dann lasst uns mal weiterlaufen mit Zane und Nia. Wow, was ist jetzt los? Wow, die Brücke ist kaputt gegangen. Da scheint jemand auf die Brücke geschossen zu haben. Gut, dass Zane und Nia rechtzeitig gesprungen sind. Das sind wahre Ninjas. Wow, starker Schuss, Zane. Wen findet ihr eigentlich besser? Zane oder Nia? Schreibt mal in die Kommentare eure Meinung. Ich bin sehr gespannt. Also ich finde beide toll und ich spiele mit beiden sehr gerne. Zane hat einen Pfeil und einen Bogen und die liebe Nia einen tollen Speer, mit dem sie auch einiges anstellen kann. Wie zum Beispiel verschiedene Schalter betätigen oder auch diese komischen Elektrobauteile zerstören. Das haben wir zum Beispiel in der letzten Folge zwei, dreimal gemacht. Schaut euch mal den Himmel an, wie viele Bösewichte da sind. Ganz viele Leute von Garmadon. Wir müssen sie alle aufhalten. Aber fragt mich nicht, wie wir das anstellen wollen. Das ist ja fast unmachbar, oder? Ich meine, wir sind nur 6 Ninjas, oder? Habe ich richtig gezählt? Kai, Nia, Zane, Jay, Lloyd und Cole. Genau, 6 Ninjas. Und Master Wu natürlich. Aber das war's dann auch. Wer würde von euch... Sie haben das Tor bestimmt geschlossen, damit Garmadons Leute nicht durchkommen. Das war ja mal ein ziemlicher Erfolg. Wir müssen etwas basteln, um es zu öffnen. Ja, ihr habt recht. Wir müssen etwas basteln, um hier zu helfen. Bevor ich zu meiner Frage komme, kommt hier der Hinweis, meine Lieben. Falls euch das Video gefällt, lasst doch einen Daumen hoch da. Das würde mich nicht nur sehr freuen, sondern zeigt mir auch, dass ihr noch mehr Lego Ninjago folgen möchtet. Und wenn das der Fall ist, mache ich das wirklich gerne für euch. Aber gut, jetzt bauen wir was zusammen und jetzt kommt die Frage. Wir haben nur 6 Ninjas und Master Wu und wir sollen so viele Bösewichte von Garmadon bezwingen. Wer von euch würde helfen? Könnt ihr euch vorstellen, auch als Ninja auf Ninjago zu sein und hier gegen das Böse zu kämpfen? Für das Gute? Also, ich würde alles geben. Ich frage mich, ob ich mich trauen würde. Wer von euch würde sich trauen? Schreibt aber bitte nicht nur ich, sondern schreibt auch, warum ihr euch trauen würdet. Oder vielleicht auch, warum ihr euch nicht trauen würdet. Das würde mich interessieren. Also wenn ich daran denke, dass ich einfach wieder als Lego-Männchen zusammengebaut werden kann, wenn etwas schief läuft, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Ansonsten sind gerade diese Explosionen ziemlich gefährlich, das muss man schon sagen. So, jetzt aber Achtung. Schaut mal, hier ist eines dieser komischen Boote von lieben Garmadon. Und schaut mal, hey, der da, der ist im Sand vergraben, die anderen ärgern ihn. Das ist fies, sowas macht man nicht. Lasst ihn in Ruhe. Und den lieben Burschen müssen wir da irgendwie aus dem Sand holen. Naja, gut, wir müssen uns jetzt auch noch um andere Dinge kümmern. Was ist denn jetzt los? Da kommen noch mehr von den bösen Gaunern. Hallo, wir sind die Haifischmenschen. Was? Komm einfach her und zeig, was du kannst. Los, Zane. Wow. Jetzt gibt es einen ultimativen Angriff. Achtung. Schön in der Luft. Und jetzt mit dem Speer eins auf den Deckel. Wow. Schöner Schlag, sage ich dazu nur. Und Entschuldigung. Ich glaube, wir haben gerade eine Sandburg kaputt gemacht. War natürlich keine Absicht. Oh, was ist jetzt los? Was ist das denn? Ich habe vor nichts Angst. Das sind Hai-Hubschrauber. Oh, da ist der Tintenfischmann schon wieder.
Hallo, ich bin der Tintenfischmann. Ja, das sehen wir, aber wir können jetzt nicht. Autsch. Hey, das war unfair. Na warte. Dir werden wir schon noch zeigen, wie ein richtiger Ninja kämpft. Und noch etwas. Das hört ja gar nicht mehr auf. Mia und Zane stecken in der Patsche. Und wo sind die anderen? Wo sind Cole? Kai, Jay, Cole? Ach, Cole habe ich schon gesagt. Und Lloyd. Kai, Cole, Jay und Lloyd. Ja, Zane, du hast schon recht. Das sind als Haie verkleidete Menschen. Aber trotzdem. Das sind böse Dinger. Oh, Achtung, Achtung. Der mit dem komischen Glaskopf ist ziemlich stark. Und oh, was haben die hier für komische Sägefische? So kleine Merlins als Waffen. Merlins sind die Fische mit diesem langen Stab, also mit der, ich sag mal, langen Nase, mit der langen spitzen Nase. Diese Fische nennt man Merlins. Und diese Waffen von den Tintenfischmännern sehen aus wie kleine Merlins. Müsst ihr mal drauf achten. Wow! Das war mal ein Sturzflug. Also, ihr seht schon, in Ninjago geht es drunter und drüber. Alles andere als ungefährlich. So, sehr schön. Das ist unsere Chance. Kadabam! Habt ihr das gesehen? Mia ist super stark. Und jetzt zeigen wir dir den ultimativen Angriff in der Luft. Nimm das! Wow! Hui, und da ist schon wieder dieser Tintenfischkopf. Den hätte ich mir gerne mal auf den Kopf gesetzt. So, upsala, Entschuldigung, Zane, das war keine Absicht. Und der scheint irgendwie verwirrt zu sein. Der kämpft gar nicht, na gut. Pech gehabt, wir müssen weiter. So, das Boot machen wir noch kaputt. Und was ist das? Ist das hier eine Toilette? Und ein kleines Picknick. Gibt es hier irgendetwas Wichtiges für uns? Tut mir leid, dass wir das Picknick kaputt gemacht haben. Und hier in dem Häuschen? War das ein Umkleidehäuschen? Wahrscheinlich. Kennt ihr bestimmt, wenn man am Strand ist, gibt es so kleine Umkleidehäuschen, wo man, ja, sich umziehen kann. Gerade nach dem Baden, wenn man dann wieder nach Hause geht und dann trockene Sachen anziehen möchte. Oh, oh. Das sieht ziemlich elektrisierend aus, wenn ihr mich fragt. Oh, was ist das denn? Oh nein, wieder eine Krabbe, eine gigantische Krabbe. Oh, oh. Krabben-Mac. Na, das wird lustig. Schaut mal. Okay, Nia und Zane, Achtung, Achtung, er schießt. Wir müssen uns was überlegen. Auf ihn mit Gebrüll! So, können wir drauf schießen? Anscheinend nicht. Oh, er ist sauer und wütend. Oh, das ist unsere Chance. Ist er verwirrt? Lass mal sehen, wo wir schießen können. Ah, schaut mal, da sind Teile zum Schießen. Ja, das sind seine Schwachstellen. Das sind die Dinger, die leuchten. Seht ihr das? Das sind anscheinend die Batterien. Oder zumindest elektronische Bauteile, um die Beine der Krabbe zu bewegen. Genau darauf sollten wir ziehen. Aber wie ihr sehen könnt, funktioniert er noch. Ein paar Bauteile sind natürlich noch intakt. Intakt bedeutet, dass sie eben noch funktionieren. Achtung, wow, wow, wow. Wow, ziemlich gefährlich. Böse Kanonen. Und schaut mal, es sieht so aus, als hätte die Krabbe ein Schnurrbart. Findet ihr nicht auch? Müsst ihr mal drauf achten. Jetzt schützt sie sich. Aber gleich zeigt sie wieder ihr wahres Gesicht. Und, wow, wo läuft sie denn jetzt hin? Hey, wir sind hier drüben. Das ist uns leider verfehlt, mein Lieber. Naja gut, das ist wieder unsere Chance, um hier... Genau, Nummer 1. Na, hoppla. Hey, hey, lass uns in Ruhe, wir haben jetzt keine Zeit für dich. Der komische Typ von Garmadon verfolgt uns tatsächlich. Achtung, jetzt müssen wir nochmal draufziehen. Oh nein, zu spät. Schaut mal, seht ihr das? Sieht aus wie eine... Das ist eine Schere, aber es sieht ein bisschen aus wie ein Schnurrbart. Hey, Moment mal, wir können jetzt nicht. Mensch. Da sind sie ständig ärgern müssen. Und im Hintergrund der große, imposante, also ganz große, besondere Vulkan. Habt ihr das gesehen? Moment, ich laufe gleich nochmal so am Strand entlang, dass ihr es sehen könnt. Aber ich muss mich hier trotzdem auf die Krabbe konzentrieren. Oh, sehr schön. Unsere Chance. Achtung, wo ist die Stelle? Da. Diese wird gleich freigelegt. Jetzt aber. Und jetzt seht ihr auch nochmal den Vulkan im Hintergrund. So, irgendwas fehlt noch, oder? Nein, nein, nein. Achtung, Nia, Achtung. Das Ding explodiert. Au. Da ging etwas schief. Zumindest ist da etwas eingekracht. Schaut mal, das sind unsere Macs. Das Mac von Nia und Zane. Dann schnell hoch.
Rein in unsere Max. Oh, es gibt wieder eine Ninjalitätsmarke. Damit verbessern wir unsere Ninja-Fähigkeiten. Vielleicht einmal Feindsteinchen oder längere Kombination. Eine längere Kombozeit. Du hast mehr Zeit, um deine Kombo fortzuführen. Okay, das ist natürlich praktisch. Ich glaube, das werde ich mal auswählen. Und schön weiter, schön weiter, schön weiter. So, los. Okay, wie ihr gehört habt, oder vielleicht auch mitgelesen habt, weil es ziemlich laut ist. Oh, Achtung. Hammerhai-Transporter. Jay und Lloyd wollen das Ganze ein für alle Mal zu Ende bringen mit Garmadon, damit er endlich aufhört, die Stadt zu terrorisieren. Da oben ist Garmadon. Habt ihr ihn gesehen? Wir fliegen jetzt noch quer durch die Stadt und konzentrieren uns dann auf Garmadon. Okay, Achtung. Hier ist natürlich wieder ziemlich rasant, durch Ninjago zu fliegen und ziemlich gefährlich. Man sollte das nicht außer Acht lassen. Und immer konzentriert bleiben. Die unschuldigen Passanten wollen wir natürlich nicht treffen. Nur die Bösewichte sollen in Einzelteile, in einzelne Lego-Bauteile zerschossen werden. Mit unseren super tollen Flugmax. So, Achtung. Wow, wow, wow. Jetzt geht es hier noch durch. Und Garmadon sagt, er sieht uns. Wo ist er denn? Garmadon, zeig dich. Du warst da oben, oder? Wir wissen, dass du da oben bist, aber wir müssen noch zwei, drei Max hier zerstören, die hier die Stadt terrorisieren. Das darf natürlich auch nicht so sein. Wow, wow, wow. Das ist eine Brücke. Achtung. Wow, das war knapp. Wir wechseln zu Lloyd. Noch mehr Transporter. Hey, Garmadon, da sind wir. Du hast keine Chance gegen uns. Oh, was ist das denn jetzt? Er baut sich Schilder auf. Genauso wie beim letzten Mal. Wow. Ganz viele Schilder. Das heißt, wir müssen jeden einzelnen Mech zerstören. Sieht aus wie eine Flotte von Mantas. Das sind diese Rochen, die man unter Wasser kennt. Achtung. Er fühlt sich noch geschützt, aber wir müssen ihn da rausholen. Wir wechseln zu Jay. So, sehr gut. 31% noch. Das seht ihr in der Mitte oben. 31% seiner Schutzschildkraft besitzt er noch. Es wird immer weniger. Wir wechseln zu Jay. Achtung, Jay. Da sind noch andere Roboter, die uns versuchen zu zerstören. Neben den Schildern. Wir haben noch zwei Schildroboter. Jetzt nur noch einer. Der ist genau auf der anderen Seite. Jay, guck mal, ob du ihn erwischt. Ah, wir wechseln nochmal. Ja, der ist da auf der gegenüberliegenden Seite. Moment, gleich haben wir ihn. Konzentration, wenige Sekunden noch und Kadabang! Jetzt bist du dran, Garmadon. Gleich haben wir dich. Los! Der grüne Ninja? Und die legendäre ultimative Waffe? Das ist nicht fair. Ich habe Ninjago gerade erst erobert. Das ist deine letzte Chance. Verschwinde sofort aus Ninjago. Und zwar für immer. Himmel, er hat sie tatsächlich abgefeuert und sie explodiert. Und dann gar nichts. Passiert nichts?
Warum passiert nichts? Hä? Was zum Henker? Was ist das? Generäle, schnappen Sie sich den grünen Ninja! Moment! Nein, nein, nein! Probieren wir sie mal an beweglichen Zielen aus. Nein! Was zum Henker? Werf die Musik an! Was denn? Heulst du gleich? Ich werde nicht weinen. Dad. Hä? Hä? Lloyd? Genau. Ich bin's, dein Sohn. Und ich heiße Lloyd, Dad. Nein. L-L-O-Y-D. Der Name ist von mir. Du hast mein Leben zerstört. Ich dein Leben zerstört? Ich war ja nicht mal da. Ich wünschte, du wärst nicht mein Vater. Wow, das war eine wirklich starke Szene. Garmadon hat anscheinend die Stadt erobert. Haben wir das richtig gesehen? Und Lloyd ist der Sohn von Garmadon? Sicherlich wusstet ihr das bereits, wenn ihr Ninjago im Fernsehen schaut, oder? Spannende Sache. Ich bin so gespannt, wie es weitergeht. Meine Lieben, danke fürs Zusehen. Rechts unten kommt ihr zur nächsten Folge von Ninjago. Rechts unten gibt es einen Videovorschlag. Einfach drauf tippen und ihr kommt direkt zu den Videos. Ansonsten nicht vergessen, den Kanal kostenlos zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Tippt dazu links auf das Katzensymbol, wo der rote Pfeil zeigt. Das würde mich sehr freuen. Also, bis zum nächsten Mal.